Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mass Effect. Ich freue mich festzustellen. Warum muss ich immer alles selber machen? Zeit zu sterben, kleine Soldaten. What the fuck? Ihr klärt das mal eben bitte. Ich muss recken. Töten Sie mich nicht! Ich gebe auf! Wo ist die Quarianerin? Sie ist nicht hier. Ich weiß nicht, wo sie ist. Das ist die Wahrheit. Er nutzt Ihnen jetzt nichts mehr. Lassen Sie mich ihn töten. Warten Sie! Warten Sie! Ich weiß nicht, wo die Quarianerin ist, aber ich weiß, wie Sie sie finden können. Die Quarianerin ist nicht hier. Sie sagte, sie redet nur mit dem Shadow Broker persönlich. Von Angesicht zu Angesicht? Unmöglich. Selbst ich wurde von einem Agenten angeworben. Den Shadow Broker kann man nicht treffen. Niemals. Selbst ich kenne seine wahre Identität nicht. Aber das wusste sie nicht. Ich sagte ihr, ich arrangiere ein Treffen. Aber wenn sie auftaucht, werden Sarens Männer auf sie warten. Nennen Sie den Ort. Sofort. Hier in den Bezirken, in der dunklen Gasse am Markt. Sie müsste sich jetzt mit Ihnen dort treffen. Sie sollten sich beeilen. Was machen Sie? Ich soll ihn für den Shadow Broker töten. Und ich erledige meine Jobs. Ich habe ihr das Sagen, wenn Sie sowas nochmal machen. Er war der Einzige, den ich noch hatte. Gibt es keine dringenderen Angelegenheiten, um die wir uns kümmern müssen? Die Quarianerin stirbt, wenn wir jetzt nicht gehen. Ich werde erstmal das Equipment nehmen. So. Dann nehme ich noch in Ruhe das mit. Und dann raus hier. Wo geht's hier raus? Keine Zeit für so einen Mist. Mein Team kümmert sich da schon drum. Puh, weiter geht's. Garrus hat irgendwie eine mitbekommen. Und das ist mir relativ Latte. In den Bezirken finden Sie alles, was Ihr Herz begehrt. Legal oder sonst. Wo muss ich denn hin? Wo muss ich denn hin? Okay, Tagebuch, in Ruhe gucken. Wo muss ich denn hin? Ich check es nicht. Die Quarianerin stirbt. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ich habe keine Ahnung, ob ich jetzt richtig renne. Sie dabei? Wo ist der Shadow Broker? Wo ist Fist? Die kommen gleich. Wo sind die Beweise? Keine Chance. Der Deal ist gelaufen. Kann sich meine Pistole auch mal wieder abkühlen? Hallo? Hallo Auftragskiller? Bye Auftragskiller?
Fist hat mich reingelegt. Ich wusste, dass ich ihm nicht trauen kann. Sind Sie verletzt? Ich kann auf mich aufpassen. Aber ich weiß Hilfe zu schätzen. Wer sind Sie? Ich heiße Shepard. Ich suche Beweise dafür, dass Saren ein Verräter ist. Dann kann ich Sie jetzt für meine Rettung belohnen. Aber nicht hier draußen. Wir müssen an einen sicheren Ort. Wir könnten Sie zur Botschaft der Menschen bringen. Ihr Botschafter wird Sie ohnehin sehen wollen. Sie machen mir das Leben nicht leichter, Shepard. Kämpfe in den Bezirken, ein Angriff auf Koras Nest. Wissen Sie, wie viele? Wer ist das? Eine Quarianerin? Was haben Sie vor, Shepard? Ihnen den Tag retten. Sie hat Informationen, die Saren mit den Geth in Verbindung bringen. Wirklich? Vielleicht fangen Sie lieber von vorn an, Miss... Mein Name ist Tali. Tali Sora Naraya. Wir kriegen hier nur selten Quarianer zu sehen. Warum haben Sie die Flottille verlassen? Ich war auf einer Pilgerreise, meinem Übergang in die Welt der Erwachsenen. Sagen Sie uns, was Sie gefunden haben. Bei meinen Reisen habe ich Berichte über die Geth gehört. Seit sie mein Volk ins Exil getrieben haben, sind Geth immer im Nebel geblieben. Ich war neugierig. Ich verfolgte eine Geth-Patrouille zu einer nicht verzeichneten Welt. Dann wartete ich darauf, dass sich einer von seiner Einheit entfernt. Ich deaktivierte ihn und entfernte seinen Speicherkern. Ich dachte, die Geth frieren ihren Speicherkern ein, wenn sie sterben. Eine Art Verteidigungsmechanismus. Wie ist es Ihnen gelungen, den Speicherkern zu erhalten? Mein Volk hat die Geth erschaffen. Mit etwas Geschick, Umsicht und Glück kann man manchmal kleine Datenspeicher sichern. Der Großteil des Kerns wurde gelöscht, aber es gelang mir, einen Teil des Audiospeichers zu retten. Eden Prime war ein bedeutender Sieg. Der Sender hat uns der Röhre einen Schritt näher gebracht. Das ist Sarens Stimme. Das beweist, dass er am Angriff beteiligt war. Diesmal kommt Saren nicht davon. Moment, da ist noch etwas. Saren hat nicht alleine gearbeitet. Eden Prime war ein großer Sieg. Der Sender hat uns der Röhre einen Schritt näher gebracht. Und auch einen Schritt näher an die Rückkehr der Reaper. Ich kenne die andere Stimme nicht, die über die Reaper spricht. Dieser Name kommt mir irgendwie bekannt vor. Laut Speicherkerninformationen waren die Reaper ein hyperfortschrittliches Maschinenvolk, das vor 50.000 Jahren existierte. Die Reaper haben die Proteaner ausgelöscht, dann sind sie verschwunden. Zumindest glauben die Geth das. Klingt ziemlich weit hergeholt. Die Vision auf Eden Prime. Jetzt verstehe ich sie. Ich sah, wie die Proteaner von den Reapern vernichtet wurden. Die Geth verehren die Reaper als Götter. Als Gipfel des nicht-organischen Lebens. Und sie glauben, dass Saren weiß, wie man die Reaper zurückholen kann. Oh, das wird dem Rat gefallen. Die Reaper sind eine Gefahr für jede Spezies im Zitadellraum. Wir müssen es ihnen sagen. Was sie auch von dem Rest halten mögen. Diese Audiodateien beweisen, dass Saren ein Verräter ist. Der Captain hat recht. Wir werden es dem Rat vortragen. Und was ist mit ihr? Der Quarianerin? Mein Name ist Tali. Sie haben mich in der Gasse gesehen, Commander. Sie wissen, was ich kann. Lassen Sie mich mitkommen. Ich dachte, Sie wären auf einer Pilgerreise. Die Pilgerreise beweist, dass wir uns für das Allgemeinwohl einbringen wollen. Was sagt es wohl über mich aus, wenn ich diese Sache ignoriere? Saren ist eine Gefahr für die gesamte Galaxie. Meine Pilgerreise kann warten. Mir ist jede Hilfe recht. Vielen Dank. Sie werden es nicht bereuen. Anderson und ich gehen voraus und bereiten beim Rat alles vor. Sie können sich kurz sammeln, dann treffen wir uns im Turm. So, was kann die nette Dame denn? Sie hat eine Tech-Stärke. Ich mag Garrus sehr, aber ich glaube im Kampf nehme ich die beiden mal mit. Ja, ich bin ein absoluter Soldat. Ich gehe auf Kampfstärke. Sie geht absolut auf Techstärke. Dann gehe ich für Garrus. Gehe ich für Garrus doch. Ich brauche mehr Kampfstärke. So.
Haben wir vielleicht ein paar neue Fähigkeitspunkte oder so? Ja, haben wir. Sehr gut. Kampfpanzerung. Erste Hilfe freigeschaltet. Okay, dafür muss ich eine schwere Panzerung ausstaffen. Kriegen wir sowas? Weiß ich gar nicht. Naja gut, wie dem auch sei. Ich glaube, unsere Squad hat auch neue Punkte. Er soll mal zum Sniper werden, das ist ganz gut. Rex macht weiterhin. Warte, er hat eine 5. Okay. Ich wollte noch rausgucken, wie man. Rausfinden, wie man auf. Ich soll mal speichern, wie man. Wie heißt der Spaß? Wie man nah kämpft. Genau, das gucke ich mal eben. Entschuldigt bitte. Steuerung. Ausrüstung. Squad. Links stürmen. Erste Hilfe. Nächste Waffe. Sturmgewehr. Gibt's keinen Nahkampfangriff? Okay. Anscheinend dann doch nicht. Sehr gut. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Ich guck mal eben, was wir noch für Quests haben. Ja, gehen wir direkt zum Turm. Bringt ja eh nichts. Bevor ich hier noch mir einen von der Palme wedel, wollte ich gerade sagen. Bevor ich mir hier noch einen abbreche, können wir auch direkt uns zum Turm begeben. Entschuldigung, Commander Shepard. Commander Shepard, mein Name ist Samish Bhatia. Bitte halten Sie mich nicht für aufdringlich, aber ich weiß nicht mehr, an wen ich mich wenden soll. Kein Problem. Was kann ich für Sie tun? Meine Frau war eine Marinesoldatin in der 212. auf Eden Prime. Ich habe beantragt, dass mir der Leichnam meiner Frau für die Urnenbestattung überstellt wird, aber das Militär hat abgelehnt. Warum haben Sie den Antrag abgelehnt? Dafür muss es einen Grund geben. Ich weiß es nicht. Sie sagten nur, dass es nicht möglich sei, meine Frau nach Hause zurückkehren zu lassen. Es kann keinen guten Grund geben, dass Sie den Leichnam Ihrer Frau nicht freigeben. Warten Sie bitte hier. Für mein Anliegen ist Mr. Bosker verantwortlich. Zuletzt sah ich ihn in der teuren Bar da drüben. Danke, dass Sie sich die Zeit nehmen. Ich möchte meiner Frau nur ein anständiges Begräbnis ermöglichen. Das verständlich. Wenn ich da mal rumkomme, dann frage ich ihn. Wenn ich es nicht vergesse. Aber gut, man kann es ja mal annehmen, ne? Vielleicht kann man ja helfen. Man weiß es nicht. Ab in den Turm. In den Turm. Ich habe gerade gefurzt. Hat man das gehört? Ich hoffe nicht. Oder ich hoffe doch, wenn es euch eine Freude bereitet. Moin. Oh nein, ich wollte nicht. Schon gut. Also, was kann ich für Sie tun? Warum interessieren Sie sich so brennend für die Keeper? Keeper? Ich habe gar kein Interesse an den Key. Verschwenden Sie nicht unsere Zeit. Ich kann Ihnen ansehen, dass Sie lügen, Salarianer. Ich glaube nicht, dass ich mit Ihnen darüber sprechen sollte. Wir wollen uns doch nur unterhalten. Wo ist da das Problem? Nein, ich kann es Ihnen wohl erzählen. Ich verwende kleine Scanner, um Signale von den Keepern zu speichern. Bis jetzt habe ich keine deutlichen Resultate erhalten. Ich komme nur schwer an Sie heran. Und warum haben Sie so ein Geheimnis daraus gemacht? Nun, technisch gesehen sind wir angehalten, die Keeper nicht zu stören. Ich persönlich glaube nicht, dass die Scans die Keeper stören. Aber die offiziellen Stellen könnten das anders sehen. Ich würde gerne etwas freier arbeiten, aber ich will nicht riskieren, verhaftet zu werden. Ich könnte Ihnen helfen. Die offiziellen Stellen machen mir keine Sorge. Aber ich kenne Sie ja gar nicht. Ich bin Commander Shepard vom Militär der Allianz. Ich denke schon, dass ich Ihre Hilfe gebrauchen könnte. Das hier werden Sie brauchen. Das ist der Scanner, den ich entwickelt habe. Aktivieren Sie ihn, wenn Sie einem Keeper begegnen. Alle so gesammelten Daten werden automatisch auf meine Datenbank überspielt. Ich würde Ihnen sogar für erfolgreiche Scans ein paar Credits überweisen. Dann sollte ich aufbrechen. Ja, ich selbst habe auch viel zu tun. Bis dann. Und viel Glück beim Scannen. Für Credits. Yay. Gratisgeld. Ich muss nur Keeper ansprechen. Na los. Udina legt die Beweise des Quarianers dem Rat vor. Eden Prime war ein bedeutender Sieg.
Der Sender hat uns der Röhre einen Schritt näher gebracht. Und auch einen Schritt näher an die Rückkehr der Reaper. Sie wollten einen Beweis. Hier ist er. Dieser Beweis ist unwiderlegbar, Botschafter. Saren verliert seinen Status als Spectre. Und es werden alle Anstrengungen unternommen, um ihn für seine Verbrechen zu bestrafen. Ich erkenne die andere Stimme, die mit Saren spricht. Matriarchin Benesia. Wer ist sie? Matriarchinnen sind mächtige Asari, die letzte Phase ihres Lebens erreicht haben. Sie werden für ihre Weisheit und ihre Erfahrung verehrt und dienen meinem Volk als Führer und Mentor. Matriarchin Benesia ist eine mächtige Biotin und sie hatte viele Anhänger. Sie wird Saren eine wunderbare Verbündete sein. Ich interessiere mich mehr für die Reaper. Was wissen wir über sie? Nur das, was wir aus dem Geth-Speicherkern herausfiltern konnten. Die Reaper sind eine uralte Maschinenrasse, die Proteaner ausrottete. Und dann sind sie verschwunden. Die Geth glauben, Reaper sind Götter. Und Saren ist der Prophet für ihre Rückkehr. Wir glauben, die Röhre ist der Schlüssel, der sie zurückbringt. Saren sucht gerade danach. Deshalb sein Angriff auf Eden Prime. Wissen wir überhaupt, was diese Röhre ist? Saren glaubt, sie kann die Reaper zurückbringen. Das ist schlimm genug. Hören Sie sich doch einmal zu. Saren will die Maschinen zurückbringen, die einmal alles Leben in der Galaxie vernichtet haben? Das ist unmöglich. Muss es sein. Wo sind die Reaper hin? Wo sind sie hin verschwunden? Warum haben wir keine Spuren entdeckt, die auf ihre Existenz hindeuten? Wären sie echt, hätten wir irgendwas gefunden. Ich habe versucht, Sie vor Saren zu warnen, und Sie wollten der Wahrheit nicht ins Gesicht sehen. Machen Sie nicht den gleichen Fehler. Das ist anders. Sie haben bewiesen, dass Saren den Rat betrogen hat. Wir sind uns alle einig, dass er die Geth benutzt, um nach der Röhre zu suchen, aber wir wissen nicht, warum. Die Reaper sind offensichtlich nur ein Mythos, Commander. Eine willkommene Lüge, um Sarens wahre Absichten zu verdecken. Eine Legende, die er dafür benutzt, die Geth gefügig zu machen. Vor 50.000 Jahren vernichteten die Reaper die gesamte galaktische Zivilisation. Wenn Saren die Röhre findet, wird es wieder passieren. Saren ist ein verräterischer Agent, der um sein Leben rennt. Er besitzt nicht mehr die Rechte oder Ressourcen eines Spectres. Der Rat hat ihm seine Position entzogen. Das reicht nicht. Sie wissen, dass es sich irgendwo in der Traverse versteckt hält. Schicken Sie Ihre Flotte rein. Eine Flotte kann nicht einen einzigen Mann aufspüren. Eine Zitadellflotte könnte die ganze Region sichern. Halten Sie die Geth davon ab, noch mehr unserer Kolonien anzugreifen. Oder es könnte einen Krieg mit den Terminus-Systemen auslösen. Wir lassen uns doch nicht in eine galaktische Konfrontation hineinziehen, nur wegen ein paar Dutzend menschlicher Kolonien. Ich kann Saren erledigen. Der Commander hat recht. Es gibt einen Weg, Saren aufzuhalten, der keine Flotten oder Armeen erfordert. Nein, es ist zu früh. Die Menschheit ist noch nicht für die Verantwortung bereit, die das Beitreten bei den Spectre mit sich bringt. Sie müssen keine Flotte in die Traverse schicken und der Botschafter kriegt seinen menschlichen Spectre. Alle sind glücklich. Komm, spring über deinen Schatten, Alter. Commander Shepard, vortreten. Tada. Der Rat hat entschieden, Ihnen alle Befugnisse und Privilegien der Zitadellabteilung Special Tactics and Reconnaissance zu verleihen. Spectres werden nicht ausgebildet, sondern auserwählt. Individuen, die sich im Dienst und Kampf unter Beweis gestellt haben. Die durch ihre Handlungen und Taten über den Rang hinausgewachsen sind. Spectre sind ein Ideal, ein Symbol. Die Verkörperung von Mut, Willenskraft und Selbstvertrauen. Sie sind die rechte Hand des Rats, Instrumente unseres Willens. Spectre tragen eine große Bürde. Sie sind die Beschützer des galaktischen Friedens, zugleich unsere erste und letzte Verteidigungslinie. Die Sicherheit der Galaxie liegt in ihren Händen. Sie sind der erste menschliche Spectre-Commander. Der erste offizielle. Das ist eine große Errungenschaft für Sie und Ihre gesamte Spezies. Ich bin geehrt, Ratsherr. Wir schicken Sie in die Traverse, wo Sie Saren verfolgen. Er ist vor dem Gesetz auf der Flucht.
Sie sind also befugt, alle notwendigen Mittel einzusetzen, um ihn festzunehmen oder zu töten. Eine Ahnung, wo ich ihn finden kann? Wir werden alle relevanten Daten an Botschafter Udina weiterleiten. Dieses Ratstreffen wird vertagt. Meinen Glückwunsch, Commander. Es liegt eine Menge Arbeit vor uns, Shepard. Wir werden ein Schiff, eine Crew und Vorräte brauchen. Sie haben jetzt Zugang zu speziellen Ausrüstungs- und Trainingseinrichtungen. Sie sollten jetzt zur Citadel-Sicherheitsakademie gehen und mit dem Spectre-Ausrüstungsofficer sprechen. Anderson, folgen Sie mir. Ich brauche Ihre Hilfe, um alles hier aufzubauen. Vielleicht eine gute Arbeit oder so? Nein, immer nur im Zweifel, wenn es schlecht läuft, kriege ich was ab. Ihr Botschafter hat Ihnen noch nicht einmal gedankt. Er muss an vieles denken. Los! Bin direkt hinter Ihnen, Shepard. Yeah! Spectre Training und Schmeicheltalent freigeschaltet. Yeah! Sehr gut. Ich würde sagen, da schmeicheln wir doch gleich mal. Was ist das denn? Dauer aller Talente und angefangen. Verbessert Gesundheit, verbessert maximale Präzision, regeneriert. Krass. Ziemlich geil. Ziemlich cool, aber ich werde erstmal trotzdem auf Schmeicheln gehen. Because. Sehr geil. Rex, sehr schön. Sehr schön. Mein Team steht soweit. Ich bin sehr zufrieden mit meiner Gruppe. Und in dem Sinne sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich freue mich drauf. Bis dahin. Oh, der Schatten. Der Schatten. Der Schatten spastet mega ab. Okay, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.